Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Pro Street. In der letzten Folge haben wir unsere Autos mal ein bisschen, ja, ich sag mal, getuned. Und jetzt gucken wir uns den nächsten Renntag an. Wir nehmen den und den. Ich sag euch was, die Cops sind heute auch hier. Die wissen, dass Battle Machine heute in Chicago stattfindet. Und das sind jetzt einige Rennen. Fangen wir einfach oben an und arbeiten uns nach unten. PS-mäßig haben wir uns schon nach unten gearbeitet. Sehr gut. Ich möchte halt auch ehrlich gesagt, oder zumindest war das jetzt beim Tuning in der gestrigen Folge so ein bisschen, ich wollte nicht unbedingt Geld ausgeben dafür, weil, wie gesagt, ich kenne das Spiel ja eigentlich nicht. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel Geld man so bekommt, beziehungsweise wie viel Geld braucht man. Was kosten Autos später, wenn man überhaupt welche kaufen kann? Weil ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, Autos zu kaufen. Ja. Deswegen habe ich erstmal nur das getunt, was wir sowieso schon hatten. Weil wir es ja gratis freigeschaltet haben. Mal gucken, wie weit wir damit kommen, mit dieser Taktik. Also, wenn es irgendwann so schwer wird, dass ich 20 Versuche brauche, gefühlt, um irgendwas zu gewinnen oder gar keine Chance mehr habe, dann werde ich natürlich auch was kaufen. Aber ich hoffe, dass wir bis dahin irgendwie Autos freigeschaltet haben und ich die Möglichkeit gefunden habe, diese dann auch zu kaufen. Okay, das war etwas zu spät mit dem Nitro. Und da man es ja nicht dosieren kann, hat er das Nitro noch rausgefeuert beim Bremsen. Wie lange damit noch durchhält? Ich hoffe, das Auto ist jetzt nicht kaputt. Witzigerweise haben wir immer noch. Oh, das war ja Runde 2. Auch da. Ich dachte, wir wären schon in der letzten Runde gewesen, aber offensichtlich ist dem nicht so. Aber wir hatten trotzdem 6 Sekunden Vorsprung vor Zielvorgabe und 3 Sekunden haben wir Vorsprung auf den zweiten. Thank you.
Und das Spiel ist abgeschmiert. Bis gleich. So. Bin ich nochmal gefahren, hab richtig reingekackt einmal und hab einen leichten Schaden verursacht. Wie ich schon sagte, wir werden einige neue Gesichter sehen, die üblichen Verdächtigen bei Battle Machine herausfordern. Deswegen werden wir dieses Auto mal eben reparieren. Die ersten Rennen, bei denen Sie nicht befürchten müssen, auf dem Rücksitz einer Bodenkutsche abtransportiert zu werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Also richtet eure Aufmerksamkeit heute auf diese Jungs. Und dann fahren wir Sektor Shootout. Okay, was ist das? Wir sind auf jeden Fall wieder mal mit Abstand das schlechteste Auto. Wir haben viele Autos, wir haben super Strecken. Das sollten wir nicht verpassen. Also es ist wieder ein Zeitfahren, wie es aussieht. Also es ist zumindest sowas in der Art. Kommt jetzt. Ja, jetzt ist, eigentlich ist es genau dasselbe wie das normale Zeitfahren vorher. Nur dass es halt anstatt um Zeit um irgendwelche Punkte geht. Oh Junge, fahr doch. Ja, okay, also das ist jetzt auch nicht so schwer gewesen. Ah, genau. Yoshi Suzuki solltet ihr im Auge behalten. Der Junge holt die meisten Punkte für Tokyo Union. Wie ich höre, hat Yoshi endlich seine Probleme mit dem Gesetz. Klasse. Dann fahren wir das doch mal. Klasse. Ja, ja, ja. Okay, dann wollen wir mal zum Start übergehen. Diese Jungs werden alles geben. Gruppe B ist auf jeden Fall ganz schön weit
hinten gestartet. Die erste Runde sieht doch gut aus, Leute, oder? Noch wärmen sich die Jungs auf. Das Feuerwerk ist klar zur Zündung. Ist das hier nicht das allererste Rennen? Ich glaube, das ist das allererste Rennen, also dieselbe Strecke. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Kann mich auch täuschen. Und dieser Kommentator hat definitiv zu wenige Voice Lines aufgenommen, also die wiederholen sich ja jetzt schon. Und zwar ständig. B-Autos alle weg. Ich war sogar schneller als die aus Gruppe B. Sehr unfassbar. Aber wie findet ihr das denn? Drei Jungs von Apex Glide scheinen sich heute wieder voll ins Zeug zu legen. Ich glaube, vorstellen muss ich dir euch nicht, denn die haben ja wirklich jedes Rennen gewonnen, bei dem sie mitgefahren sind. Ein Reparaturgutschein. Naja, gut. Entschuldigung, mal bitte, ich versuche den Nachbar anzufangen. Nee, fortsetzen. Also, wir wollen ja noch dominieren. Okay, hört mal zu, Leute. Ich weiß, es eigentlich. Waren wir Grip. Und dann schauen wir mal. Seht ihr? Hier haben wir sozusagen frisches Glied auf der Strecke. Ja, ein neues Rennen geht los. Macht euch bereit. Erstmal eine richtig fette Dive-Bomb zum Start. Ups. Ich sollte dann doch etwas weniger aggressiv wohl fahren. Ist eigentlich auch überhaupt nicht notwendig. Ist ja wirklich mehr als schnell genug. Ihr seht selbst, Leute. Diese Kurve hat sehr viel Zeit gekostet, aber ist nicht schlimm. Oh, Digga, halt doch bitte einfach mal den Mund. In dem Rennen habe ich sehr underperformed bis jetzt. Oh, was soll's.
Ja, haben wir. Bis ins Ziel durchgehalten. Wir kriegen trotzdem noch Punkte, obwohl wir einen Schaden haben. Wie fandet ihr den letzten Lauf? Mann, das war echt der Knaller. Mann, mal ernst, habt ihr meinen Cooper gesehen? Ja, ich hab hier das Ding. Ey, Cooper, wenn du mich hören kannst. Heute sind keine Cops hinter dir hier, also mach langsam, Robi. Und ich muss dir noch erzählen, dass... Ja, kannst du das Teil ein bisschen nach links drehen, bitte? Genau so, danke. Entschuldigung, hör mich wieder. Okay, wo war ich stehen geblieben? Dabei deinen Mund zu halten. Oh mein Gott, bist du nervig, Typ. Runde 1 geht ab, Leute. Runde 1. Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also Leute, ich hoffe, ihr zeigt ein bisschen Respekt. Wer keine Hitze verträgt, sollte sich bloß nicht mit seinem Cooper anlegen. Der Typ brennt ja richtig. Könnt ihr das hören? Ah, gerade so nicht gewonnen. Oder? Nee, wollte schon sagen. Aber nur zwei, die schneller waren als wir. Der Typ ist eine Macht da draußen auf dem Schiff. Ein echter Bleifuß. Und er hat die richtigen Reflexe. Oh Mann, der Rauch hat sich auf Feuer. Lass es qualmen, Junge. Oh, jetzt aber. Sie ist bereit. Wir sind bereit. Es kann losgehen. .1263. Damit sind wir Erster, das ist gut. Damit sollten wir dann eigentlich auch wahrscheinlich gewonnen haben, schätze ich mal. Ein absoluter Killer auf dem Schiff. Ich würde gerne die Hose machen, wenn ich gegen ihn antworten würde. So kenne ich ihn. Das ist mein Junge. Ich habe ihm natürlich alles beigebracht. Ja, hey, es geht los. Und hört euch diese Motoren an. Und nochmal 1263. Alles klar. Ja. Es ist mal wieder soweit. Ich mache mal Pause, Sekunde. Neue Gesichter sehen die üblichen Verdächtigen bei Battle Machine herausfordern. Entschuldigung, ich habe eine Sekunde zu spät auf Aufnahme fortsetzen gedrückt. Weil ich musste das ja nochmal neu machen. Und wir haben ein Antriebspaket Stufe 2 bekommen. Das ist doch schön. Ja, wir haben jetzt schon dominiert, also würde ich sagen, wir verlassen das jetzt einfach. Ist doch egal. Und hey, tut dem jungen Mann einen Gefallen, okay? Nicht an seinen Plattenspieler stoßen. Geld reparieren. Und das Spiel ist abgekackt. Toll. Bis gleich. So, ich glaube, es kommt eine Zwischensequenz direkt. Deswegen machen wir mal weiter. Autohändler. Wir haben einen Autohändler freigeschaltet. Also, weiß ich nicht, ob wir den freigeschaltet haben, aber zumindest ist er hier. So wie das flimmert, müsste man da eigentlich eine Warnung vor die Folge packen.
Okay, das ist alles gesperrt, aber man sieht zumindest schon mal, was es so für Autos gibt. Die sind teilweise sehr geil eigentlich. Ford GT, mhm. Dieser hässliche Mustang. X7. X8 gibt's wieder, den kaufe ich jetzt eigentlich nicht. Mazda 3 MPS, auch schön. Evo. Evo 9. Eclipse. Nissan GT-R. Geil. So ein Silvia. Mhm. 53Z. Alexander F. GT2. Impreza. Ja, schön, schön. Und dann sind wir wieder durch. Okay, sind das alle Autos? Mehr gibt's nicht. Na gut. Ich komme nicht mehr aus dem Autohändler raus. Willst du mich jetzt verarschen? Das ist ja hervorragend. Ich möchte kein Auto kaufen. Lassen Sie mich in Ruhe. Hallo. Warum willst du mich hier nicht rauslassen, Spiel? Oh Mann, die Folge wird ziemlich zerhackt. Ich mache nochmal Pause. Bis gleich. So. Ja. In den Dings gehe ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr zum Autohändler. Wir könnten jetzt hier weitermachen. Showdown Chicago. Oder wir machen einfach noch die anderen Events. Und ich würde sagen, wir machen erstmal noch die anderen Events, weil... Warum nicht? Ich wollte gerade sagen, war das ein Zwischenruf? Will jemand wirklich die Fahrer des Texas World Speedway stören? Na toll. Was ach so, okay, hier kriegen wir Autos von... Rede ruhig weiter, ich sag dir. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir die Wahl zwischen Golf GTI und 350Z haben, nehmen wir den 350Z. Perfekt. 350Z wäre damals fast mein erstes Auto. Also, naja, was heißt fast? Es hätte mein erstes Auto werden können. Es hätte mein erstes Auto eigentlich werden sollen. Und zwar... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich... Oder habe ich damals einen 350Z gefunden? Ich sag mal so ungefähr 100 Kilometer. Aber wobei, nee, nicht mal. 80. 70, 80 Kilometer weg. Für einen relativ schmalen Taler, aber noch nicht so günstig, dass ich gesagt hätte, das ist entweder ein Unfallwagen oder in irgendeiner anderen Form Betrug. Wirkte wie ein realistisches Angebot. Also habe ich den Verkäufer angeschrieben, gesagt, hier, ich habe Interesse, wie sieht es aus, kann man mal irgendwie sich das Auto angucken kommen. Und dann meinte er, ja, klar, gar kein Problem, Adresse sowieso, kommen Sie da hin, wann haben Sie denn Zeit, da haben wir halt einen Termin ausgemacht. Irgendwie 2 Tage später oder so, glaube ich. Und dann bin ich da hingefahren und war dann bei dieser Adresse
und hab nach dem Namen, also hab auf den Klingelschildern, das war so ein Mehrfamilienhaus, hab ich auf den Klingelschildern geguckt nach dem Namen. Hab den Namen aber nirgends gefunden. Und dann habe ich nochmal dem Verkäufer geschrieben, gesagt, hey, ich bin jetzt bei der Adresse, die sie mir gesagt haben, aber irgendwie finde ich oder sehe ich ihren Namen nicht auf der, auf den Klingeln. Bin ich hier richtig oder muss ich irgendwo anders hin, bla bla. Ja, und dann kam einfach keine Antwort. Ich habe dann eine Stunde da rumgechillt und gewartet, weil ich hätte das Auto schon gerne gehabt eigentlich. Und als ich dann nach dieser einen Stunde... Ja, jetzt sei doch mal still, Typ. Och Mann, warum? Jetzt kann ich hier schon wieder nicht weitermachen. Das ist doch Kacke. Weiß irgendjemand, wie man diesen Drecksfehler beheben kann? Weil das nervt mich ja zu Tode. Weil jetzt muss ich das nochmal machen. Ich hab... Och, ey. Bis gleich. Oh, dann... Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Also los, haut rein! Ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Ja, bis gleich. So, versuchen wir das nochmal. Alles klar, die letzte Runde läuft noch. Aber hey, denkt dran, egal wie gut ihr gefahren seid, am Ende fehlt nur wieder die Flügel. Aber bitte, das ist jetzt... Es geht wieder nicht. Ja. Ich würde sagen... An der Stelle beende ich jetzt das Projekt. Weil ich habe wirklich keinen Bock, jedes Rennen 10-mal fahren zu müssen, bis es dann irgendwann mal funktioniert. Wenn ihr eine Lösung habt für dieses Problem, dann sagt mir... Bescheid, dann mache ich weiter. Ansonsten muss ich jetzt hier erstmal Feierabend machen. Mal gucken, was wir... mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich kann jetzt im Moment noch nichts Genaues sagen. Weil ich habe jetzt natürlich auch wieder eine Umfrage mit, womit geht's weiter. Also Undercover wäre theoretisch das nächste Spiel in der Need for Speed Reihe, aber vielleicht habt ihr mehr Bock auf was anderes. Und ich habe Undercover auch noch nicht gekauft, also ich muss auch nochmal erst gucken, wo ich das überhaupt herbekomme, etc. etc. Von daher ist das jetzt echt ätzend. Oder mache ich... Ach man, ich... Ich versuche mal... Ich versuche mal ein anderes Rennen noch. Wenn das dann geht, okay. Aber jetzt muss ich das Spiel halt schon wieder neu starten. Deswegen... Ich mache jetzt... Wir versuchen noch eine Folge. Komm, ich will das eigentlich... Ich hasse es, irgendwas abbrechen zu müssen. Aber bitte, wenn ihr irgendwie eine Lösung für diesen Schrott hier habt, dann bitte sagt mir Bescheid, weil das... Das ist super, super, super ätzend. Wir versuchen jetzt nochmal eine Folge. Wir versuchen ein anderes Rennen und dann mal sehen, wie es klappt. Sollte euch die Folge, obwohl sie so komplett zerhackt war jetzt, doch gefallen haben, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne Kommentare. Bitte vor allem mit der Lösung für dieses Problem hier. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.